Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Warcraft. Jawohl, wir spielen weiter und das Spiel hängt bei mir jetzt erstmal schön. wir haben Post vom Auktionshaus und von einem Einsiedler. Was ist Kommandant Marlin? Ich grüße euch. Dafür bekommen wir einen Anhänger. Dankeschön. Entschlüsselte Abschnitte, da bekommen wir jetzt ein Beutel. Okay. Löschen. Löschen. Wir haben nichts verkauft. Kein Stoff, kein gar nichts. Das ist ja sonderbar. Tatsächlich, wir haben keinen Stoff, kein gar nichts verkauft. Na gut. Was haben wir hier? Alles klar. Gut. Machen wir jetzt mal ganz kurz was. Passt mal auf. Gruppe. Rezepte. Plop. Und bei den Rezepten machen wir jetzt eine Untergruppe. 1. Klassik. Ja. Und da fügen wir die zwei hinzu. So. Dann kaufen wir uns mal ganz kurz einen. So, hier drin. Spaten des Kräuterkundiger? Alles klar. Taschenverkäufer, dankeschön. Was bist du für ein Behälter? Verdammt nochmal. Einfach nur Behälter, oder? Ich sehe es nicht, da oben ist ein dummes Overlay. Ach, Kacke, rieb mich das gerade auf. Hier 20 Platz Kräutertasche. Dann kaufen wir die jetzt einfach mal. 14 Platz Behälter, jawohl. Danke. Und dich. So. Das passt jetzt. Dann können wir dich hier mal unten reinpacken. Dich dort rein und jetzt passt mal auf, Leute. Zack. Wir haben keine 100 Gold mehr, leider. So, hier unten packen wir mal das ganze Zeug rein. So. Dann tun wir mal das ganze Zeug mal kurz raus und packen das mal wieder rein in die Bank. So. Hopp, hopp, hopp. So, Stoffe und das Zeug haue ich jetzt ganz nach oben. Kräuter haue ich jetzt ganz nach unten. So, dann packen wir hier die Rezepte noch dazu. Und den Stoff. So, den Rest vom Kochzeug behalte ich mir mal. Alles klar. Ich glaube, ich habe hier jetzt soweit alles erledigt, was ich machen wollte. Wir werden uns jetzt mal ganz kurz hier bei Berufe mal kurz durchgehen. Nö, passt alles. Ein Kräuterkunde müssen wir dann mal zum Lehrer. Den besuchen wir mal ganz kurz, den Kräuterkunde-Lehrer. Leute. Das läuft.
Guck mal, der hat ein Schild. Sehe ich jetzt erst. Ne. Textilien, hier Alchemiebedarf. Dann müsste hier oben bei. Wo war er denn? Wo war er denn? Der Kräutermann. Der war doch hier auch. Der war. Hier ist er. Hupsi. Zack. Lernen wir Meister. Dann sammeln wir da gleich mit Skillpunkte. Und jetzt machen wir den hier. Und dann werden wir uns folgendermaßen bewegen. Nämlich richtig dumm werden wir uns jetzt bewegen, Leute. Ab jetzt auch immer mit Karte offen. Erst einmal. Und zwar möchte ich ganz gern hier geht's raus. Hierhin. Das heißt, wir können hier mal so gerade davon umgehen. Also wir könnten hier eigentlich mal entlang fliegen. Wir fliegen jetzt hier entlang. Werden ab hier Kräuterkunde mitmachen, werden das machen, also die Archäologie-Dinge, und guckt dabei, dass ich nebenbei noch die ganzen Kräuter hier so mitnehme. Bis da hoch, da nehme ich dann so alle Kräuter mit. Und dann gehen wir mal zurück, skillen Kräuterkunde. Außer es sind hier in der Nähe dann wieder neue archäologische Dinge. Wenn neue archäologischen Dinge da sind, dann machen wir was anderes. So, wir nehmen jetzt einfach mal alle Kräuter mit. Na komm. So. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich meinen Golem verwenden darf oder nicht. Deswegen lassen wir das einfach mal mit dem Golem. Und sammeln erstmal so das Sonnengras. Jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Platz. Das ist ganz gut so. Ja, wir dürfen nicht vergessen, wir sammeln so ja auch XP. Ja? Deswegen bin ich mal sehr gespannt, welches Level wir jetzt im Endeffekt wirklich bekommen werden, bevor wir in die Scherbenwelt kommen. Das wäre schon ziemlich krass, wenn wir 61 sind, das ist vielleicht 62. Also ich gehe von 62 ehrlich gesagt leider aus. Durch Archäologie. Ja, das Ding im südlichen Brachland machen wir nicht, außer wir haben halt das schlechteste Szenario, was wir erhalten können, dass der letzten Dinger alle hier sind. Ja, was bist du? Sonnengras? Fliege ich jetzt nicht extra zurück? Das wäre schon scheiße, wenn da jetzt alle anderen archäologischen Fragmente auch dabei sind, dann muss ich es nämlich durchquesten. Hops. So. Hoppala. Na gut, wir fliegen jetzt erstmal nach Feralas, bevor wir jetzt uns da mit Sonnengras aufhalten. Wie viel haben wir denn da? Wir haben in der Bank 72 Stück. Sonnengras benötigen wir 10, 30. Laut der einen Skill-Tabelle. Also ich glaube, Sonnengras haben wir genügend. Nehme ich jetzt erstmal nicht mit. Lebenswurzeln brauchen wir, Wildstahlblume, Kakaschnurrbart, so ein Scheiß, brauchen wir jetzt eine Menge. Das ist aber, welches jetzt? Lassen wir mal ganz kurz gucken. Würgetang. Verteidigung. Welches, was haben wir denn? Wir sind noch... okay, Wildstahlblume, Würgetang. Ab 150 quasi habe ich dann da die Liste. Dann weiß ich ungefähr, was ich farmen muss. Das ist ganz gut. Das ist ganz gut.
So. Also das mit dem Fliegen erleichtert das Spiel bis jetzt um einiges. Ich muss halt echt nur aufpassen, dass ich nicht in dieses Land hier komme. Mulgoa ist noch in Ordnung. Mulgoa ist in Ordnung, da darf ich hin. Will ich aber nicht. So. Bim, bum, bam. Bim, bum, bam. Der Kräuterflügelmann ist da. Ist ja schon 150, oder? Jawohl. 150% in Luft, 100% am Boden. So. Jetzt müssen wir halt dann nur gucken. Gut, Archäologie. Und Angeln wird ein bisschen dauern. Angeln mache ich zum Schluss. Da überlege ich mir mal was, wie ich Angeln nach oben treiben kann. Ich mache aber jetzt Archäologie und gleichzeitig Alchemie mit, weil ich ja die Kräuters mitnehme. Ah, guck mal, hier jetzt noch eine Quest geben. Na, guck an. Gut, die interessieren mich ja jetzt nicht mehr, die Quests. So, wir fliegen einfach mal da oben durch. So, was haben wir hier? Blastblatt nehmen wir mit, wenn ich es finde. Gut, ich finde es jetzt gerade nicht. Gut, dann ignorieren wir es. Lenkkraut. Brauche ich das eigentlich? Keine Ahnung. Kein Schimmer. Nehmen wir mit. Da haben wir zwei Kräuter, ein Sich, Golddorn und Kakas Schnurrbart. So, und was haben wir hier unten? Blasblatt. Ich weiß, ich brauche ein bisschen was von Kakas Schnurrbart. So. Was bist du? Blassblatt. Finde ich dich? Nicht wirklich. Da ist es. Mein Gott. So, wir müssen jetzt aber weiter in die Richtung. Wir dürfen uns jetzt hier nicht wieder zu lang aufhalten lassen. Ich will da wenigstens in der Folge noch hinkommen. Dann müssen wir noch gucken bei Kochen. Was haben wir denn hier? Kriecherfleisch und Eberrippchen. Da bräuchte ich Eber. Da habe ich hier gar nichts von. Und Krebsküchlein, ja gut, Kriecherfleisch ist nicht schwer zu bekommen, wenn ich ehrlich bin. Aber das hätte ich vor, am besten mit Kochen und Angeln irgendwie miteinander zu verbinden, wäre schon ganz nett. Ja, Blasblatt nehmen wir noch mit. Ja, das war doch hier gerade. Hier ist es. So. Da hoch auf jeden Fall. Hallo Eisenfellbär. So, Kaka nehmen wir auch nochmal mit. Das ist aber interessant, das wusste ich nicht, dass graue Kräuter auch noch Levels bringen. Das ist ein Hordenposten. Ich glaube, die schießen mich sogar ab, wenn ich da zu nah dran bin. Machen wir mal kurz einen Bogen drumherum. Aber muss ja sein. Müssen ja XP kriegen. Es gibt ja hier den Pandan Double Agent, der ja nur durch Kräuterkunde und Bergbau sich auf Level 90 oder 100 sogar gemacht hat, ohne die Pandan-Startinsel zu verlassen. Der hat Langeweile in seinem Leben.
Ich auch. Ich mache hier so eine komische Challenge. Oh Mann, ich muss jetzt noch Angeln auf 300 bringen, Leute. Das wird. Also bei der nächsten Challenge haben wir schon gesagt, Sekundärberufe fallen raus. Hauptberufe können drin bleiben, Sekundärberufe fallen raus. Und ich würde sagen, wir beenden hier jetzt, dort oben beenden wir die Folge. Da fliege ich noch hin, hier. Ja. So, wird ein schönes Bildchen und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.